Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Wochenrückblick mit Hans-Georg Maaßen. Ich bin Ulrike Stockmann, die Pressesprecherin der Werteunion, und ich heiße Sie, liebe Zuschauer, herzlich willkommen. Und ich begrüße natürlich auch meinen Gesprächspartner. Herzlich willkommen, Herr Maaßen. Guten Tag, Frau Stockmann. Auch in dieser Woche bestimmte das Migrationsgeschehen die Debatte, vor allem vor dem Hintergrund des tödlichen Angriffs auf den 20-jährigen Philippos in Bad Oeynhausen, der am vergangenen Wochenende vom Abiball seiner Schwester nach Hause kam und von 10 Jugendlichen angegriffen und dabei tödlich verletzt wurde. Wie sich nun herausstellte, soll der mutmaßliche Haupttäter ein 18-jähriger Syrer sein, der 2016 im Rahmen der Familienzusammenführung nach Deutschland kam. Er soll bereits unter anderem wegen Eigentums- und Drogendelikten polizeilich bekannt gewesen sein. Was geht Ihnen angesichts dieses Verbrechens durch den Kopf? Also mir geht zweierlei durch den Kopf. Das eine ist, dass der Täter oder die Täter dafür scharf verurteilt werden müssen. Es ist für mich nicht akzeptabel, wenn Regierungspolitiker daher schwadronieren und sagen, man müsse ja nun auch die Herkunft und die Probleme in der Jugend dieser Leute berücksichtigen. Man müsse auch berücksichtigen, dass sie hier gegen Integrationsprobleme kämpfen müssen. Das ist für mich nur Ausrede. Ich bin der Meinung, diese Täter müssen scharf bestraft werden. Die Angehörigen der Tote Philippos haben einen Anspruch auf Genugtuung. Die Gesellschaft hat einen Anspruch, dass wir geschützt werden vor diesen Leuten. Deswegen muss sowohl generalpräventiv als auch spezialpräventiv hier klare Kante gezeigt werden. Aber ein zweites geht mir noch durch den Kopf, nämlich, dass die Politik schuldig ist an diesem Tötungsdelikt. Der Junge würde heute noch leben, wenn wir eine andere Migrationspolitik hätten. Eine andere Migrationspolitik hieße, dass wir diese Menschen, die nicht zu uns gehören und die möglicherweise schwere Straftaten begehen, gar nicht erst nach Deutschland lassen. Die Aufgabe des Ausländerrechts besteht darin, die Bevölkerung zu schützen. Das Ausländerrecht ist Polizei- und Ordnungsrecht. Und die Regierungen Merkel, wie die jetzige Regierung mit der Bundesinnenministerin Faeser, missachtet gröblichst diese Aufgabe des Ausländerrechts und trägt damit die politische Mitverantwortung und Schuld an einem derartigen Tötungsdelikt, weil solche Leute ins Land gelassen werden, die nichts hier zu suchen haben. In Sachen Migrationspolitik läuft ja leider in diesem Land mittlerweile so viel schief, dass man kaum noch hinterherkommt. Vor der tödlichen Attacke von Bad Oeynhausen ist besonders pikant, dass vor wenigen Tagen das neue Staatsbürgerschaftsrecht in Kraft getreten ist. Und dieses beinhaltet unter anderem, dass Ausländer nun schon nach 5 Jahren Aufenthalt in Deutschland eingebürgert werden können, anstatt wie bisher nach 8 Jahren. Und bei besonderen Integrationsleistungen soll dies schon nach 3 Jahren möglich sein. Wie NTV berichtet, können solche besonderen Integrationsleistungen etwa gute Sprachkenntnisse, ein ehrenamtliches Engagement oder sehr gute Leistungen in Schule oder Beruf sein. Und alle in Deutschland geborenen Kinder ausländischer Eltern sollen künftig die deutsche Staatsangehörigkeit erhalten, wenn mindestens ein Elternteil seit mehr als 5 Jahren in Deutschland lebt. Bisher lag diese Frist ebenfalls bei 8 Jahren. Herr Maaßen, was halten Sie von dieser Änderung? Nun, Sie wissen, dass ich an einem der maßgebenden deutschen Staatsangehörigkeitsgesetzkommentare mitgewirkt habe, viele Jahre Staatsangehörigkeitsrecht auch gemacht habe. Und ich kann nur sagen, die Bundesregierung darf nicht all das tun, was sie gerne tun möchte. Und das Gesetz halte ich für verfassungswidrig. Ich halte es noch mehr für verfassungsfeindlich, weil ein derartiges Gesetz dazu führt, dass die Bundesregierung sich das Volk selber aussucht, das von dem sie sich dann wählen lassen will. Und das erinnert mich an eine Politik, die es in den 90er Jahren unter Chavez oder 2000er Jahren in Venezuela gegeben hat, wo sich der damalige Präsidentschaftskandidat und Präsident dann einfach mal ein paar Tausende von Ausländern ins Land kommen ließ, ihnen die Pässe gegeben hatte.
damit er von denen gewählt wird. So geht es nicht. Das jetzige neue Staatsangehörigkeitsrecht ist ein ideologisch motiviertes Staatsangehörigkeitsrecht, das die Interessen des deutschen Volkes mit Füßen tritt, wo die Grünen und die Roten ihre Ideologieprojekte verwirklichen, nämlich hier ein anderes Staatsvolk sich auszusuchen. Es hat nichts mit Integration zu tun. Es hat nichts damit zu tun, dass Ausländer, die sich viele, viele Jahre hier in die Gesellschaft integriert haben, auch die Chance haben, die deutsche Staatsangehörigkeit zu bekommen. Es ist ein ideologisches Projekt und die Werteunion wird sich dafür einsetzen, dass dieses Projekt rückgängig gemacht wird. Es gibt ja auch Stimmen, die behaupten, dass dieses Gesetz auch deshalb eingeführt worden sein soll, um die ansteigende Migrantenkriminalität zu kaschieren. Was halten Sie davon? Also, dass es Spekulation ist, mag sein. Wenn man sich die polizeiliche Kriminalstatistik anschaut, sind jetzt schon weit über 40% der Gewalttaten, die in Deutschland begangen werden, Gewalttaten, die von Ausländern begangen werden. Und bei den etwas mehr als 50% der von Deutschen begangenen Gewalttaten muss man davon ausgehen, dass noch ein nennenswerter Teil von Passdeutschen begangen wird, von Deutschen, die noch einen weiteren Pass haben oder die einen Migrationshintergrund haben. Kurzum, es mag manches dafür sprechen, was Sie sagen, aber es ist spekulativ, ob diese Einbürgerung auch zur Kaschierung von Statistiken dient, jedenfalls von Fehlentwicklungen, die die Statistiken aufdecken. Ich würde es eher sagen, nein, es ist ein ideologisches Projekt. Und im Mittelpunkt dieses ideologischen Projektes steht jedenfalls die Ideologie der Antideutschen. Sie hassen Deutschland, sie hassen das deutsche Volk und sie wollen im Grunde genommen hier eine ganz andere Bevölkerung haben. Nancy Faeser plant noch eine weitere Änderung, nämlich eine leichtere Ausweisung von Ausländern nach Terrorverherrlichung. Wie Tagesschau.de berichtet, soll künftig bereits ein einzelner Kommentar, der eine terroristische Straftat in sozialen Medien verherrlicht und gutheißt, zu einer Ausweisung führen können. Eine gerichtliche Verurteilung soll dafür nicht nötig sein. Diese Änderungen sind natürlich vor allem vor dem Hintergrund des Hamas-Attentats auf jüdische Bürger am 7. Oktober entstanden. Herr Maaßen, sind das aus Ihrer Sicht vernünftige Maßnahmen? Ich sehe nicht, dass es eine vernünftige Maßnahme ist. Ich sehe, dass es eine Maßnahme ist, wie viele, die aus dem Hause Faeser kommen, die letztendlich die Wähler für dumm verkauft. Schauen Sie, es gibt einen Unterschied zwischen einer Ausweisung und einer Abschiebung. Die Ausweisung ist letztendlich nichts anderes als die Aufhebung des Aufenthaltstitels hier für Deutschland. Aber es heißt noch lange nicht, dass der Ausländer dann das Land verlässt. Er wird das Land nicht verlassen, wenn Abschiebungshindernisse vorliegen. Und diese Abschiebungshindernisse liegen regelmäßig dann vor, wenn politische Verfolgung, Menschenrechtsverletzungen im Herkunftsland drohen oder wenn die Person krank ist oder Familienangehörige hier hat. Heißt also, zwischen Ausweisung und Abschiebung klaffen Welten. Das Entscheidende ist, dass die Person abgeschoben wird. Und dann inhaltlich, was jetzt diesen neuen Ausweisungstatbestand angeht. Wenn man sich das Aufenthaltsgesetz anschaut, haben wir Kataloge von Ausweisungstatbeständen, also Tatbeständen, wonach ein Aufenthaltstitel aufgehoben wird. Und da steht zum Beispiel drin, dass der Aufenthaltstitel dann erlischt, beziehungsweise eine Ausweisung ausgesprochen wird, wenn ein Ausländer die freiheitlich-demokratische Grundordnung gefährdet oder eine Gefahr für die Sicherheit und Ordnung des Landes darstellt oder wenn jemand ein Hassprediger ist. Also all das, was jetzt im Zusammenhang mit der Faeserschen Initiative gesagt wird, ist nicht neu. Die Initiative ist überhaupt nicht neu. Wir brauchen eine derartige Regelung aus meiner Sicht gar nicht, weil schon das geltende Recht das hergibt. Und das Problem ist, der Aufenthaltstitel kann entzogen werden, aber die Leute werden nicht abgeschoben. Wir brauchen eine Aufhebung dieser Abschiebungsschutztatbestände für Personen, die unsere Sicherheit gefährden. Und daran hapert es bisher. Und was ist dann Ihrer Meinung nach der Grund für diesen Vorstoß, Nancy Faesers? Ich glaube, das ist ein rein politischer Grund. Frau Faeser will den Wählern und auch teilweise vielleicht noch den gutgläubigen Journalisten Sand in die Augen streuen, nach dem Motto, ich zeige hier, dass ich politisch klare Kante zeige, ich zeige,
dass ich bereit bin, im Ausländerrecht was zu ändern aufgrund der aktuellen Sicherheitsvorfälle. Aber unterm Strich bedeutet das nicht. Es bringt nichts. Und nach ein paar Wochen geht dann die Öffentlichkeit wieder zu einem anderen Thema über. In der Kritik stand diese Woche auch Außenministerin Annalena Baerbock, denn wie sich gerade herausstellte, wird seit über einem Jahr gegen Beamte des Auswärtigen Amtes ermittelt. Wie unter anderem die Berliner Zeitung berichtet, sollen auf Weisung des Außenministeriums hin in den vergangenen 5 Jahren tausende Menschen mit gefälschten Papieren nach Deutschland eingereist sein. Mehrere deutsche Botschaften und Konsulate sollen in den Skandal verwickelt sein. Und die meisten Eingereisten sollen später in Deutschland Asyl beantragt haben. Die Berliner Zeitung ordnet das Ganze aus meiner Sicht auch sehr interessant ein. Sie sagt, entweder wusste Annalena Baerbock von diesen Machenschaften, dann wäre sie involviert gewesen, oder sie wusste es nicht, dann hätten sich Teile ihrer Mitarbeiter selbstständig gemacht. Herr Maaßen, wie ordnen Sie diese Vorkommnisse ein? Ich halte es für sehr schwerwiegende Vorwürfe, die, sofern sie zutreffend und nach der jetzigen Berichterstattung habe ich keine Zweifel, dass sie zutreffen, bei einer Verurteilung zu langjährigen Haftstrafen auch für die Beschäftigten im Auswärtigen Amt führen müssen. Das ist massenhafte Einschleusung von Ausländern und wahrscheinlich auch Falschbeurkundung im Amt, wenn ich das richtig sehe. Dass Frau Faeser das nicht wusste, kann ich nach der jetzigen Sachlage ihr nicht abnehmen. Jetzt ist für mich nur die Frage, ist sie nur Teilnehmerin oder ist sie Mittäterin? Und das muss, denke ich, in den nächsten Wochen aufgeklärt werden. Und dann muss ein Antrag auf Entzug der Immunität von Baerbock und möglichen weiteren Komplizen gestellt werden. Und dann muss eben das Strafverfahren auch zur Anklage führen. Herr Maaßen, ich bedanke mich ganz herzlich für diese Einschätzungen. Ich bedanke mich auch bei allen, die zugeschaut haben und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.